Hallo meine lieben Feuerzeichen, ich begrüße alle Löwen, Widder und Schützen für euer Reading aus dem Tarot für die erste Januarhälfte. Ja, heute seid ihr mal die Letzten, bitte seht mir das nach. Ich versuche das immer mal abzuwechseln, aber ja, die Feuerzeichen dürfen sich ja manchmal auch ein bisschen in Geduld üben und so lange dauert es ja nicht, bis dann auch das letzte Video online ist. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verbracht. Jetzt steht der Jahreswechsel an und ich habe mal gefragt, welche Energien stehen euch denn zur Verfügung in dieser ersten Januarhälfte. Bitte, wie immer bei den allgemeinen Readings, spür in dich hinein, ob diese Szene, die hier beschrieben wird, mit dir etwas gemeinsam hat. Ja, ich frage ja immer, welche Gruppe von unserer großen mittlerweile Heart and Soul Family braucht diese Impulse jetzt am dringendsten. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass die Readings nicht immer auf dich zutreffen können. Dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn diese Zeichen einer anderen Elementegruppe entsprechen. Ja, was immer du spürst, wenn du die Karten betrachtest, wenn du meine Worte hörst, das ist die Botschaft, die zu dir kommen möchte. Ja, dann lege ich los mit der Gesamtenergie. Ja, es wollten an drei Positionen gleich zwei Karten gleichzeitig springen während des Missions. Ich habe die Karten ja bereits vorher erbeten. Ich habe meine Meditation über der Legung gemacht und an erster Position hier als Hauptenergie fällt die Hohepriesterin zusammen mit dem König der Kelche. So, jetzt kann es natürlich sein, dass es einen Mann in deinem Leben gibt. Es könnte auch eine Frau sein. In den allgemeinen Readings könnte jetzt hier auch die Kelchkönigin liegen, ja, zu der oder zu dem du dich sehr hingezogen fühlst. Und es scheint hier deine Intuition, deine innere Stimme und auch deine geistige Führung, dich tatsächlich auf diesen Menschen immer mehr aufmerksam zu machen, beziehungsweise dich hier in seine oder ihre Richtung zu drängen. Also die Hohepriesterin, das ist ja eine sehr spirituelle Karte, ja, und die zeigt immer an, dass dir deine innere Stimme etwas sagen möchte. Jetzt könnte es natürlich auch sein, wenn das jetzt für dich überhaupt nicht passt, wenn du niemanden im Sinn hast, ja, dass es für dich darum geht, einem anderen Menschen deine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ja, also das heißt, theoretisch könnte es auch so gemeint sein, dass deine Intuition dich darauf hinweisen möchte, dass du dein Herz öffnen darfst, der Kelchkönig oder die Kelchkönigin, das ist ja eine sehr, sehr emotionale Energie, da ist jemand bereit, seinen Kelch zu reichen, ja, er oder sie hat ihr Herz geöffnet. Und die Hohepriesterin möchte dir das scheinbar in irgendeiner Art und Weise durch deine Intuition mitteilen. Und das Ganze scheint aber fast ein bisschen eine Geschichte zu haben. Denn ich habe hier an dieser Position ja gefragt, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht auch über die Weihnachtsfeiertage. Und da fällt der Teufel. Der Teufel steht für Abhängigkeiten in jeglicher Form. Für Süchte, für Abhängigkeiten, für Unfreiheit. Ja, hier siehst du diese beiden Menschen mit einer Eisenkette aneinander gefesselt. Das ist eigentlich so ein bisschen eine toxische Energie. Und jetzt musst du in dich hineinspüren. Entweder ist es so, dass du das Gefühl hast, ja, du bist energetisch an einen Menschen gebunden, ja, von dem du in gewisser Weise nicht wirklich loskommst. Du möchtest dich aber gerne befreien. Oder, was auch sein kann, das kam mir auch in den Sinn, du weißt, im Prinzip müsstest du dich einem Menschen nähern, ja, der wirklich oder mit dem dich vielleicht eine Vergangenheit verbindet, mit dem du bereits eine vergangene Geschichte hast, ja, aber aus irgendeinem Grund hast du das bislang nicht getan, weil dich etwas zurückhält. Also ich hoffe, ich kann euch diese Energien, die die Karten jetzt hier bringen, einigermaßen gut vermitteln, denn die Karten, die gefallen sind, sind sehr schwierig, weil sie sehr unterschiedliche Energien hier in die Legung bringen. Und in der Meditation habe ich ganz viele Impulse erhalten, also natürlich auch für unterschiedliche
Menschen, ja, die jetzt das Video schauen. Deswegen brauche ich da deine Mithilfe. Spür in dich hinein. Der Teufel kann also entweder dafür stehen, dass du dich an einen Menschen gebunden fühlst, von dem du dich befreien möchtest. Ja? Der Teufel kann aber auch dafür stehen, dass es etwas gibt, und da nehme ich ganz stark Selbstzweifel wahr, dass dich oder die dich bislang davor zurückgehalten haben, auf einen Menschen zuzugehen und ihm oder ihr deinen Kelch zu reichen. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge, ja? Entweder du bist es, die oder der sich aus einer Situation befreien muss, oder, und das ist eigentlich fast das Szenario, das mir bedeutender erscheint mit diesen Karten, oder es ist so, dass es irgendetwas gibt in deinem Leben, und dann nehme ich Selbstzweifel und ein Stück weit Gefangensein in dir selbst wahr, das dich bislang davon abhält, dich diesen Menschen zu nähern. Aber deine Intuition weist dich immer mehr darauf hin, dass es für dich wichtig wäre und richtig wäre, deinen Kelch zu reichen. Der Ritter der Kelche hier, ich frage an der Stelle, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln, ja, kann jetzt ja auch bedeuten, entweder du bekommst einen Kelch gereicht, ja, oder du bist bereit, einen Kelch zu reichen. Und ich verweise jetzt gleich mal nach hier unten, hier frage ich ja, was kommt eventuell im Außen auf dich zu, da fällt der Page der Kelche, also ganz viel Kelchenergie. Wir haben dann sogar noch das Ass der Kelche hier liegen. Es geht um die Liebe jetzt zu Jahresbeginn bei dir. Und ich nehme das hier wahr, dass zwischen diesen beiden Menschen, also zwischen dir und deinem Gegenüber, deinem Wunschpartner, deinem Seelenpartner oder wer immer jetzt für dich in Frage kommt, vielleicht wird es auch ein ganz neuer Mensch sein, der in dein Leben tritt, den du dir sozusagen manifestiert hast, ja, aber du bist noch an die Vergangenheit gefesselt, ja, und weißt, du musst dich befreien. Also all diese Dinge sind möglich, aber diese Liebe bzw. dieses Gefühl für den anderen scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Der Ritter der Kelche, das ist jemand, der wirklich bereit ist, ein Liebesangebot zu machen. Bei den Pagen der Kelche, ja, ihr kennt die Karte hier mit dem Fisch, da ist es ja immer so, dass man trotzdem mal genau in diesen Kelch reinschauen soll, was ist eigentlich drin. Ja, also da geht es auch so ein bisschen um Entschuldigungen. Es heißt auch zu dieser Karte, dass jemand aus der Vergangenheit zurückkommen kann, um vielleicht wieder neu an eine bestimmte Situation anzuknüpfen. Ja, und deswegen spüre ich schon, dass dir letztendlich der Kelch gereicht wird. Aber es ist fast so, als könntest du es nicht wirklich annehmen. Das Gefühl habe ich. Wisst ihr, wie sich das anfühlt in mir? Als würde sich dein ganzes Herz, dein ganzes Sein nach tiefer, erfüllender Liebe sehnen, aber in dir sitzt so ein Glaubenssatz, der immerzu in deinen Kopf hämmert, ich habe das nicht verdient, ich habe das nicht verdient, ich habe das nicht verdient. Genauso kommt es mir vor, als wäre das so ein Teufelchen in dir, das dir immer wieder sagt, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn jetzt hier tatsächlich einer mit einem gefüllten Kelch kommt, der dich will, der tatsächlich mit offenem Herzen, in Klarheit, in Loyalität, in Zuverlässigkeit, in Entschiedenheit zu dir kommt und dich erlösen will von diesen Selbstzweifeln. Vielleicht hast du selbst auch Angst, einen Kelch zu reichen, weil du befürchtest, du bist nicht gut genug, dass dieser angenommen wird.
spür in dich hinein. Ich kann dich in diesem Reading leider, muss ich fast sagen, immer nur wieder dazu ermutigen, selber hineinzuspüren, was die Karten mit dir machen. Denn die Karten bringen hier so eine Vielfalt von Szenarien ins Blatt. Und ich habe es an vielen Stellen schon gesagt, ja, ich, wenn solche Karten sehe, wenn die Legung liegt, dann denke ich mir auch zunächst, oh, wäre jetzt einfach alle Karten wieder reinzumischen und zu sagen, na, ich mach mal neu. Nein, die Karten sind ja aus einem ganz bestimmten Grund gefallen und vielleicht ist es diesmal genau der Grund, dass sie euch selber dazu ermutigen wollen, eure eigene Geschichte darin zu lesen. Denn in jedem Fall, das ist jetzt wieder was ich euch versichern kann, geht es um euren Selbstwert. Denn wir haben sowohl mit den 10 Münzen hier als auch mit den 9 Kelchen hier oben zwei Karten, die gefallen sind, als ich fragte, wie wird sich die Energie für dich weiterentwickeln in Richtung Mitte des Monats. Und beide Karten, ja, stehen für den Selbstwert. Die 10 Münzen, das ist diese Erfüllung. Man weiß, was man möchte. Ja? Und ich denke, da muss ich wieder den Teufel hernehmen. Du weißt ganz genau, was du möchtest. Und deine innere Stimme, ja, spricht unaufhörlich zu dir und sagt, du hast Liebe verdient. Du hast einen Kelchkönig verdient. Du hast jemanden verdient, der dich wirklich genauso liebt, wie du bist. Und dazu, und das scheint jetzt hier in dieser ersten Januarhälfte bei dir ein bisschen rauszukommen oder dir noch mehr ins Bewusstsein zu kommen, dazu ist es nötig, noch mehr in deine Selbstwertschätzung zu kommen. Zweifle nicht daran, ja, dass dein Kelch von einem Menschen abgelehnt wird, der ebenfalls einen gefüllten Kelch in der Hand hält. Es ist ja immer so, ja, wenn wir aus einer Energie der Selbstzweifel oder des Mangels durch die Welt laufen, dann ziehen wir gemäß unserer Schwingung, die wir aussenden, auch Menschen an, die ebenfalls in diesen Selbstzweifeln und in diesen Mangel schwingen, ja. Und deshalb ist es nahezu unmöglich, in der Energie der Selbstzweifel, in diesem Gefangensein in sich selbst, ja, sich vielleicht nicht wertvoll genug fühlen, einen Kelchkönig oder eine Kelchkönigin anzuziehen. Um in eine erfüllte Verbindung, und es ist ja deine große Hoffnung, komme ich gleich noch dazu, um in eine erfüllte Liebesbeziehung mit einem Partner auf Augenhöhe zu gelangen, ja, musst du deine eigenen Kelche gefüllt haben. Die 9 Kelche, das ist ja die Vorstufe von den 10 Kelchen, ja, die wiederum diese erfüllte und glückliche Beziehung symbolisieren. Das heißt, in diesen Kelchen muss sich Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Selbstfürsorge, Kraft, Mut, Herzöffnung, all diese Dinge müssen sich hier befinden, ja, so dass du dann tatsächlich diesen einen Kelch, sei es jetzt hier vom König, vom Pagen, vom Ritter, annehmen kannst und dann werden es die 10 Kelche. Und genau da möchte dich sozusagen deine geistige Führung Anfang Januar darauf hinweisen. Immer wieder wirst du Botschaften, Zeichen erhalten und bitte darum, ja. Ich habe es immer wieder gesagt, wir erhalten jegliche Hilfe von unserer Mannschaft, von unserem Geistführer, von unseren göttlichen Helfern. Aber wir müssen darum bitten, bitte um Zeichen. Und gerade wenn diese Karte fällt, ich glaube bei den Erdzeichen war sie die alleinige Gesamtenergie, gerade wenn diese Karte fällt, ja, sagt die geistige Welt, dass du jetzt offen sein sollst für die Zeichen, die du erhältst. Und es geht in diesem Reading meiner Ansicht nach darum, Selbstwertprobleme zu bearbeiten. Es geht darum, noch mehr in deine Wertschätzung zu kommen und dir immer wieder zu sagen, du hast das Beste verdient. Der Kelchkönig ist das Beste. Ja. Und wenn ich hier frage, was kommt im Außen auf dich zu? Vielleicht kommt tatsächlich auch ein Mensch
ein Mensch, den du vielleicht schon lange nicht gesehen oder gehört hast. Vielleicht kommt der auf dich zu mit einer liebevollen Nachricht, mit einer netten Geste. Ja? Der Page der Kelche ist der Schwächste von allen. Der Ritter ist der nächst gewaltigere und der König, der ist Gold. Genau wie du Gold bist, ja. Das ist jetzt wieder mein Goldspruch. Ja, den verstehen immer nur die, die meine Weihnachtsbotschaft gesehen haben. Ihr seid Gold. Und in dem Fall ist der König der Kelche ja auch Gold, ja. Aber den goldenen König bekommst du nur, oder die goldene Königin, wenn du selber dir darüber bewusst bist, dass du Gold bist. Also das heißt, wenn du dir bewusst darüber bist, was du dir wert bist, wenn du weißt, du hast nur das Beste im Leben verdient. Und ich frage dir an dieser Position nach deinen Hoffnungen bzw. deinen Ängsten, ja, und da fallen zwei so gewaltige Karten, ja, die Auferstehungskarte, das Gericht. Das ist, meine Lieben, hier das krasse Gegenteil. Du brauchst nicht in dieser Energie mehr schwingen. Es ist Zeit, diese leidvolle Phase deines Lebens zu beenden. Wenn du verstehst, dass du alles Glück, alle Erfüllung und alle Liebe der Welt tatsächlich verdient hast, dass du gut genug bist, so wie du bist, dass du wunderschön bist, sowohl im Außen wie auch im Inneren, dann steht einer Verbindung, einer liebevollen Partnerschaft, einem tollen Neubeginn in der Liebe nichts im Wege. Und du hoffst es. Wenn hier das Ast der Kelche in der Hoffnung fällt, ja, dann spüre ich, da zieht sich richtig mein Herz zusammen, wenn ich zu dem Teufel hochschaue, ja, zieht sich mein Herz zusammen, weil ich fühle, wie sehr du dich nach Liebe sehnst. Und da geht es vornehmlich um die Liebe zu dir selbst. Das zeigen diese beiden Karten. Es geht um die Selbstwertschätzung, die Selbstfürsorge, diese Annahme. Mir kommt hier auch das innere Kind gerade in Gedanken, ja. Zu schauen, welche Verletzungen trägt mein inneres Kind noch. Seht ihr, jetzt habe ich gerade einen völligen Geistesblitz. Der Herrscher könnte symbolisch für den Vater stehen. Das ist jetzt ein völliger Geistesblitz, ja, den ich jetzt gerade hatte. Mir kam jetzt dieser Gedanke mit dem inneren Kind. Und dann schaue ich zum Herrscher und der Herrscher verkörpert im Tarot unter anderem die Vaterfigur. Mit den 6 Schwertern zusammen könnte es sein, dass es noch gewisse Selbstzweifel oder gewisse Wunden in dir gibt, die eventuell aus einem Verhältnis mit deinem Vater entstanden sind. Das muss nicht mal in diesem Leben geschehen sein. Es könnte sich rein theoretisch sogar in früheren Inkarnationen ereignet haben. Denn jetzt wird mir auch noch klarer, warum die geistige Welt zu dem Herrscher zeitgleich die 6 Schwerter bringt. Diese Energie darfst du verlassen, diese Verletzung darfst du zur Heilung bringen. Da gibt es etwas, was in deinem Inneren dafür sorgt, dass du dich selbst noch von der Liebe abschneidest. Wow. Oh, meine Liebe, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich bin jetzt geflasht über diese spontane Eingebung. Ich danke euch, meine liebe Mannschaft, ich danke euch von Herzen, denn ich glaube, dass das für ein paar von euch jetzt wirklich eine unglaublich erleuchtende Botschaft war. Denn ich frage mich ja die ganze Zeit, warum hier diese unglaublich unterschiedlichen Energien, diese Sehnsucht nach Liebe, diese riesige Sehnsucht nach Liebe, gleichzeitig die Aufforderung, deinen Wert zu erkennen. Und dann bringt die geistige Welt hier die 6 Schwerter und den Herrscher. Und das mit dem inneren Kind, das war wirklich jetzt ein Geistesblitz, das hatte ich in der Meditation nicht erhalten, aber das kam jetzt und ich schaue zum Herrscher und mir ist jetzt vollkommen klar, dass es für einige von euch bedeutet,
dass ihr vielleicht eine Wunde in euch tragt, die entstanden ist aus einer Vater-Kind-Beziehung, die euch letztendlich selbst davon abhält, euch so zu lieben und anzunehmen, wie ihr seid. Und solange ihr das nicht könnt, wird sich auch dieses Ass der Kelche nicht manifestieren können. Es heißt, jetzt wird mir klar, es ist für euch zunächst wichtiger, euch den Kelch selbst zu reichen, als darauf zu vertrauen, dass ein Kelch von außen kommt. Deswegen liegen auch der Page, der Ritter und der König in der Reihenfolge. Wenn diese Szene mit dem Vater für dich passt, dann bist du der Kelchkönig bzw. die Kelchkönigin. Du bist Gold. Du bist oder du darfst werden, wer du bist, so möchte ich es vielleicht formulieren, indem du dir den Kelch reicht und darauf möchte dich deine Intuition die ganze Zeit stoßen, dass du nicht mehr gekettet bist an die Vergangenheit, an diese vielleicht unschönen Erfahrungen mit einem Vater oder mit einer Vaterfigur. Das könnte auch eine andere Autoritätsperson in deinem Leben sein. Für manche vielleicht sogar ein Ex-Partner, ein sehr autoritärer. Aber es scheint hier jemanden zu geben, der dir deinen Selbstwert geraubt hat. Und du suchst bislang Bestätigung im Außen, ja, aber hier wirst du nicht fündig, der Page ist hier der geringste und da gibt es vielleicht dann eben auch zum Teil in den Kelchen nur einen Fisch, ja, anstatt Liebe. Diese Liebe, die wir suchen, nach der wir uns sehnen, nach diesem Ast der Kelche, das finden wir nie im Außen, das finden wir nur in uns selbst, ja, und deswegen liegen auch die 10 Münzen und die 9 Kelche da. Mein Gott, und der Narr, ja, der Narr. Schau, an der Unterseite des Decks die Gesamtenergie, der Narr, Tabula Rasa, du darfst hier etwas löschen. Etwas löschen aus deinem Energiefeld, was dich bislang noch davon abhält, zu erkennen, wer du wirklich bist. Das, was hier geschehen ist, hält dich noch gefangen und verhindert, dass du dein Herz öffnen kannst für die Liebe. Und es gilt für dich, und dazu würde sich dieser 1. Januar, dieses neue Jahr so gut eignen, wirklich Tabula Rasa zu machen, alles hinter dir zu lassen, ja, was deiner Seele hier noch einreden will, du bist nicht wertvoll. Wow. Wow, echt, ich bin jetzt so ergriffen, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Weil diese schwierigen Karten, diese schwere Energie wird mir jetzt klar. Wahnsinn. Also ich bin fast sprachlos. Dieses Ende vom Leiden, diese Auferstehung, die du so sehr ersehnst für dich. Du wünschst dir so sehr, dein Herz öffnen zu können. Und die geistige Welt sagt dir, du musst es hinter dir lassen. Was immer dir jemals oder wer immer dir jemals die Lüge über dich selbst erzählt hat, du wärst nicht wundervoll und wunderschön. Es war eine Lüge. Jetzt bekommt auch der Satz, du bist Gold, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also ich muss zugeben, in den Sternzeichen-Readings hatte ich selten so intensive Energie gespürt. Ja, ich bin nicht. Mir fehlen fast die Worte. Trotzdem möchte ich euch noch zeigen, ich habe jetzt in den Sternzeichen-Readings immer noch um eine Karte als Ergänzung gebeten aus einem wunderschönen Kartendeck von der Sandra Kammern, das heißt Herzen fühlen, da geht es um die Weisheit des Herzens und für euch
wollte die Karte fallen. Glaube. Glaube an das, was noch nicht ist und lass es zur Realität werden. Und ich finde unglaublich stimmig, wie die Karte das Reading zusammenfasst. Natürlich insbesondere zu dem Gericht und dem Ass der Kelche. Glaube an das, was noch nicht ist und lass es zur Realität werden. Die Vergangenheit hier, die dich noch gefangen hält, das ist nicht die Realität, ja, sondern das hier, Herzöffnung, Liebe, Erfüllung, das Ende vom Leid, ein Neubeginn. Das ist das, woran du glauben sollst. Glaube an das, was noch nicht ist und lass es zur Realität werden, denn dir geschieht nach deinem Glauben. Ja, unfassbar. Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Mich hat es jetzt selber fassungslos gemacht, aber seht ihr, sowas passiert einfach, wenn man das Video aufnimmt. Ich habe, glaube ich, seit ich diese Arbeit jetzt mache, und es ist jetzt schon eine Zeit lang, noch nie ein Video gelöscht, unterbrochen, von neuem begonnen aufzunehmen. Ihr bekommt bei mir vollkommen authentisch übermittelt, was ich empfangen darf. Und manchmal erhalte ich eben, gerade wenn ich das Video aufnehme, erst solche Geistesblitze. Und dafür bin ich auch total dankbar. Und ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne unter das Video, ob ihr jetzt auch so geflasht wart. Ja, natürlich interessiert es mich, ob einige von euch damit in Resonanz gehen konnten, gerade auch mit dem Vaterthema oder mit dem Thema mit einer sehr autoritären Person. Ja, ich bin jetzt ganz froh, dass es das letzte Reading war, denn ich glaube, energetisch bin ich jetzt leer. Ich lade jetzt mal alle Videos hoch. Meine Lieben, ganz kurz noch zu meiner Ankündigung, die Warteliste wieder aufzumachen für persönliche Readings. Ich werde, so Gott will, im wahrsten Sinne des Wortes, morgen höchstwahrscheinlich meine Homepage online stellen. Ja, ich habe die ja mit dem Benny erstellt, also bitte erwartet euch keine professionelle Homepage. Ja, uns war einfach wichtig für euch, die wichtigsten Informationen zusammenzustellen über die persönlichen Readings, meine Arbeitsweise, welche Möglichkeiten es gibt, die Preise und und. Also ihr findet da alles mögliche an Informationen, bisschen was auch über mich, meine Philosophie, wie ich da so arbeite. Und ich werde aber morgen dann einen extra kurzen Facebook-Post und ein kurzes YouTube-Video machen, werde die Seite offiziell ankündigen und dann auch ein bisschen Information noch geben, wie das jetzt mit diesen Buchungen und so weiter funktioniert, sodass ihr dann auch Bescheid wisst im Vorfeld. Okay. Ja, für all diejenigen, die mich in diesem Jahr nicht mehr hören, euch wünsche ich jetzt mal einen wunderschönen und glücklichen Start in das neue Jahr. Ich bedanke mich für all das, was wir zusammen erlebt haben in 2018 und würde mich freuen, natürlich auch im neuen Jahr wieder an deiner Seite sein zu dürfen, mit vielen Videos, mit meinen Facebook-Beiträgen und natürlich dann auch mit dem einen oder anderen neuen Thema, was ich aufzeigen werde. Ja, meine Lieben, dann habt mal noch einen wunderschönen Abend und bis bald, eure Uli.